Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportiva 2. Wie ihr sehen könnt, wir haben mittlerweile wieder ein bisschen mehr Geld. Und zwar jetzt 4,5 Millionen ungefähr. Ich habe den Kredit, den wir letzte Folge genommen haben, bereits zurückgezahlt. Das ist der Vorteil, oder der Vorteil daran an Transportiva 2 ist, dass man natürlich das Spiel weiter laufen lassen kann, ohne dass die Zeit vergeht. Das habe ich getan und deswegen können wir uns jetzt ganz gemütlich mit demselben Jahresstand weiter fortbewegen und die Strecke von von Raipur nach Sunyi zu Ende bringen. Easy. Gut, dass der Kundier erst ein bisschen überlastet ist, normal. Wie wir sehen, ist es aber ganz gut, funktioniert jetzt wunderbar. Was ist auch mal mit dem scheiß Playstore hier los? Warum schließt er sich mal wieder automatisch? So, das heißt, das funktioniert jetzt hier mit Dings einigermaßen wunderbar. Das ist jetzt auch nur auf max 82% hier der Arbeitsspeicher, der RAM, die RAM-Auslastung. Wunderbar, wir müssen jetzt hier möglichst rechts rum. Wie wär's, wenn wir so als Richtlinie dass wir dann hier vorne irgendwie da so daneben kommen? Ja, passt. Einfach damit wir jetzt hier schön das perfekt anschließen können. Es ist sogar noch auf 120, läuft. Ich hätte gedacht, das wäre zu viel des Guten. Okay, diese Textur, die sieht ja natürlich auch schon nice aus, finde ich. Da würde ich auch gar nicht das Terrain anpassen. So, das Terrain. Ich finde schön, dass die Anpassung an die Schiene gelegt ist und nicht von der Schiene an der Straße. Wobei, war das eine, ja, doch, kam schon eher so andersrum vorne bei Transportfieber. Wobei hier finde ich halt die Kante ein bisschen zu krass, die würde ich ja ein bisschen weicher haben wollen. Wunderbar, dann haben wir das auch. Was passiert hier? Ich mach nix. Hä? Okay. Wollte ich nicht verstehen. So, ich wollte dahin. Ich wollte das ein bisschen smoother haben. Bildhauer. So, smooth genug, passt. Das Achievement war gar nicht wirklich gezielt geplant. Vielleicht ein bisschen weicher noch. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir es überhaupt hier, ne? Wir müssen ja sowieso erst einmal hier. Hier vorne könnten wir. Wir haben nur hier das Depot, ne? Und halt da vorne. Okay, wait, das war glaube ich. Wobei. Vielleicht funktioniert es auch so. Dann müssten wir hier noch eine Verbindung bauen.
viel die Musik ist lauter als sonst. Oh, täuscht das. So passt. Besser. Naja, wir haben ja gar keine Signale, sehe ich gerade erst. Haben wir hier auch noch ein Signal und dann sollte das passen. Wobei, wir brauchen hier noch ein Signal. Und hier, allein nur für diese Stelle. Ja gut. Prinzipiell brauchen wir eigentlich hier noch gar keine weiteren Signale. Deswegen entferne ich es doch nochmal. Das können wir vielleicht eher hier vorpacken. Das ist die Frage, ist das jetzt umgekehrt oder nicht? So, das ist richtig rum gewesen, das war richtig rum. Einfach, dass wir hier halt so ein bisschen vertaben. Wobei die Schranken gingen ja wahrscheinlich dann sowieso wieder runter. Komm schon. Oh Gott, diese Friemelarbeit. Dann können wir uns auch unseren Zug, wir haben mittlerweile fast 5 Millionen. Und wir nehmen jetzt diesmal den. Nevermind. Konfigurieren wir das Ganze. Das war natürlich dumm, dass ich das da hingelegt habe. Wobei, kann man eine Plattform hier hinten ranpacken? Nee, ne? Nee. Das. Dann weiß ich zumindest schon mal, dass das hier nicht funktioniert. Das muss schon im Bahnhof konfiguriert werden. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass auch so viele 3 Trilliarden Sachen hier sind. Da müsste man ja immer mehr am Zerstören als am Bauen. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Konfigurieren, dann wollen wir hier Dings haben. Und eine Passagierplattform dran. Wunderbar, dann müssen wir noch eine neue Linie machen von Raipur. Hoppala. Von Raipur nach Suni. Oh, ist das ein Güterdepot gewesen? Das andere? Hä? Nö. Hä? Warum geht denn das nicht? Terminals? 2 Linien. Hä? Also das Linie. Das Gleis 2 ist, das ist ja richtig, oder nicht? Chongqing Sunyi ist auf 1 und das muss auf 2. Das muss auf 2. Das passt doch. Oder passt das in Raipur nicht? Wenn Chong ist es 1, dann muss das 2 sein. Das ist doch alles richtig. Hä? Wieso will denn das nicht? Ach, weil ich es nicht verbunden habe, deswegen. Oh. Ich dachte schon. Ja, so ist es natürlich auch kein Wunder, so kann natürlich auch kein Zug da fahren. So, jetzt aber, ne? Jawohl. So, die Linie. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Die Linie. Jetzt haben wir noch Russian Class G4 und Tram St. Petersburg.
Yeah. Okay, Russian Class G4. G4. GV, die kommt dann wahrscheinlich von einer anderen Strecke. Vielleicht von Jaipur nach New Taipei City. Oder von Sonyai nach Taipei City. So, auf hier Dings. Jaipur. Sunyi. Wir machen es einfach mal alphabetisch, ne? Also hier, ne? Ihr wisst schon. Was ich mich jetzt frage, wir haben genügend Geld, um das zu testen, auch wenn das jetzt gerade irgendwie, warum auch immer, leckt. Ach, wegen Autosave. Das ist wahrscheinlich die Nachwirkung vom Autosave. Fahrzeug kaufen. Wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja genügend Geld, ne? Das kostet hier nur 508.000. Wenn wir den jetzt einfach nur kaufen, dann haben wir den ja hier drin. Können wir den dann noch ändern? Wir können den dann noch ändern. Das ist Zug 3. Okay. Das ist schon mal gut. Dann können wir einfach ja spontan auch gleich die Russian Class G4 holen. Kostet dann zwar auch Geld pro Jahr, was wir dann verschwenden, aber. Ja, die Class T. Die Russian Class T Type 1. Die schafft auch 55. Aber die Waggons schaffen halt nur 40. Das ist halt wieder so ein. Nervig. Mich würde jetzt aber gerade nochmal interessieren. Also zum einen würde es mich interessieren, warum es jetzt gerade so heftig leckt. Das wäre gerade eben nicht. Hallo, raustappen, dankeschön. Man sieht hier aber, glaube ich, nicht, wie lang die ist, ne? Wie lang der Bahnhof ist. Ich nehme mich recht entsinne. Wie lang ist ein normaler Güterbahnhof? Ach, normaler Bahnhof. Boah, das ist so leckt. Warum leckt denn das so? 160 Meter. Okay, 160 Meter ist dann das, was wir maximal machen könnten. Bearbeiten wir den. Was macht auch nicht wirklich viel Sinn, ne? Also die Class hat eine Leistung von 140 Kilowatt. Beziehungsweise, Moment. Eine Zugkraft von 30 Kilonewton. 79 okay, die Emissionen sind aber noch gestiegen. Okay, interessant. Fügen wir das mal hinzu. Wait a second. Okay, beim einen war es noch gut. Die konnte noch überall gut fahren. Okay. Wir müssen das zumindest so haben, dass es immer gut ist im Flachland, weil wir haben ja hauptsächlich Flachland. Dann sollte die auch hauptsächlich. Wir haben keine Höhensteigung. Es ist hauptsächlich flach. Solange wir im flachen Gebiet die volle Leistung haben, das würde ich sagen, gut. Ändern wir das. Haben wir jetzt mal ein bisschen, mal ein paar mehr. Und dann nehmen wir Raipur Sunyi. Das ist jetzt trotzdem noch so hakt, das ist aber, finde ich, echt verwunderlich. Weil eigentlich gerade nichts passiert. Second.
Das Problem kam aber, guck mal, das Problem ist wieder behoben worden. Das Problem kam aber irgendwie auch erst auf, als wir hier Dings hatten, ne? Als wir unseren. Als es irgendwie so eine Zwischenspeicherung gab, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir die Russian Class T. Ist T-Type 1. Hold on. Manchmal will das manchmal nicht. Da bin ich ja echt mal gespannt, ob hier irgendwie, ne, wie das hier anläuft. Passen da rein. Sollte ja hauptsächlich alles abfahren können, ne? Also gleich hier die Brücke hoch wird ein bisschen dauern, weil die halt schon steiler ist. Gut, geht's halt nur runter auf 30. Okay, 29. Wood. Okay, das. Oh, lol. Ja, gut. So soll es ja natürlich auch nicht sein, ne? Schon besser. Schon besser. Das war natürlich nicht Folge 4, was ich gerade eben aus Versehen gespeichert habe, sondern es war eigentlich Folge 3. Ja, das ist doch schon mal gut. Mal gucken, wenn hier die Anbindung ist, ja gut, ne? Hier so 214 ist so ungefähr das Ding. Wohl ein bisschen laut angeblich. Okay, hier ist natürlich, hier steppt der Bär. 247 angeblich nur. Okay. Okay, jetzt mal 65 jetzt. Zwei fucking 70, holy shit. Wir haben hier, glaube ich, kein Straßendepot, ne? Ich baue einfach mal ein Straßendepot hin. Oh, so geht's auch mit der Maus, okay. Hallo? Achso, nee, jetzt muss ja hier. Fahrzeuge kaufen. Schon mal ein bisschen eine Tram, da war ja was. 1, 2, 3, 4, 5. Zusätzlich oder mehr am besten noch, ne? Lassen wir es einfach dabei. Das war jetzt Chongqing 1. 18 haben wir schon mittlerweile dabei. Wie viel ist denn das pro Strecke? Der Wert, der sinkt natürlich. Das sind. Keine Ahnung, wie viel das ticketmäßig ist.
Der Takt, der ist da. Die Rate ist ungefähr Jahresdurchsatz pro Station. 62er Jahresdurchsatz, okay. Wäre natürlich schön zu wissen, was das so für einen Umsatz bringt. Also die Ticketpreise, das war ja, früher konnte man ja sehen, was so die Ticketpreise sind pro Kilometer, aber gut, Finanzen, weiß gerade 171.000, oder? Fängt gut an, geht gut los, würde ich sagen. So, Industriegebiet, Gott, hier waren jetzt auch wieder sowas von enorm viele. Was ist denn jetzt hier der Takt in Chongqing von 35 Sekunden? Das gefühlt noch zu wenig. Warum muss nochmal 5 dazu? Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, die Frage, dadurch steigt wahrscheinlich auch die Emission, kann das sein? Oder kommt es halt hauptsächlich durch Dampf? Aber ich glaube, es kann auch von Dings. Ich glaube, da sollten wir vielleicht... Okay, hier die Linie. Wir können einfach mal die Linie abgehen. Da ist der Emissionswert... Hier soll das ja wahrscheinlich jetzt mehr werden, oder? Okay, hier haben wir einen von 64. Hier einen von 58 und hier einen von 54. Okay, niedriger, desto besser. Ich würde fast sagen, wir sollten nächste Folge dann vielleicht einfach mal das Ganze so ein bisschen auf Tram ausbauen. Das klingt, würde ich sagen, nach einem Plan. Straßenverkehr ist noch gut. Überlasten uns natürlich. Ich würde sagen, ich hole schon einfach mal ein Straßendepot. Ein Tram-Depot, das packen wir einfach mal direkt daneben. Einfach weil... ist so. So, wunderbar. Was haben wir denn hier für Fahrzeuge? Da passen... Aber wie viele passen da rein? Hier passen aber schon 7 rein in die Tram St. Petersburg. Aber brauchen wir höchstwahrscheinlich auch nur 10 Stück von dann. Ja, passt, denke ich mal. Hier können wir noch nichts machen. Okay, wir haben 5 Punkte. Okay, wir haben mehr Punkte bekommen. Okay. Mittlerweile 5 Punkte. Ich frage mich ja, wo wir die Punkte herbekommen haben. Transport. Ja, ne, hier mit diesen, okay. Hä? Dann müssen wir auf alle Fälle was machen. Machen wir nächste Folge dann. Ja, genau. Machen wir nächste Folge. Und ich hoffe, es hat euch bisher hierhin gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Und jetzt speichern wir es natürlich auch richtig ab und speichern das als Folge 3. Kann man eigentlich Spielstände
Löschen? Nö. Hä? Wurde das nicht gespeichert? Doch. Genau. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.